den 2 Siegen, da freuen wir uns natürlich sehr und dass wir natürlich auch oben in der Tabelle stehen. Aber wir wissen natürlich, dass es jetzt nur eine Momentaufnahme ist und dass wir halt weiter hart arbeiten müssen. So fällt Chantal Hagels Fazit nach den ersten beiden Spielen, die gegen die beiden Aufsteiger aus Lena und Köln jeweils deutlich gewonnen wurden, aus. Durch die beiden Erfolge konnte die Mannschaft von Jürgen Ehrmann dann auch mit dem guten Gefühl der Tabellenführung in die erste Länderspielpause der neuen Saison gehen. Die Pause wurde dann zwar auch zur Regeneration genutzt, aber auch zur konsequenten Vorbereitung auf die nächsten Gegner. Genau, wir haben in der Pause ganz normal weiter trainiert, an unseren Trainingsinhalten gearbeitet und haben nochmal gegen SC Freiburg getestet, was für uns ein gutes Testspiel war, ein guter Test, das wir auch dann am Ende für uns entscheiden konnten. Jetzt am Sonntag startet unsere Mannschaft in den DFB-Pokal. Gegner ist der FSV Hessen-Wetzlar, ein Regionalligist. Die Wetzlarerinnen sind letzte Saison äußerst knapp aus der zweiten Liga abgestiegen. Dadurch kennt Chantal Hagel den Gegner auch aus dem vergangenen Jahr, da sie ja erst zur neuen Saison aus dem Zweitligakader zum Bundesligateam hochgezogen wurde. Ja, Wetzlar wird auf jeden Fall körperlich sehr präsent spielen. Die werden alles reinhauen, aggressiv sein und uns so ärgern wollen. Wetzlar dürfte am Sonntag auch eher defensiv agieren und so werden die Räume vor dem gegnerischen Tor eng. Aber schon in den ersten beiden Saisonspielen hat die Mannschaft von Jürgen Ehrmann gezeigt, dass sie gegen tiefstehende Gegner Lösungen parat hat. Wir haben auf jeden Fall unsere Trainingsinhalte nochmal speziell auf das Spiel verschärft und sind nochmal ein paar Prinzipien für unser Spiel mit dem Ball durchgegangen und die wollen wir natürlich dann am Sonntag auch so umsetzen. Der DFB-Pokal ist diese Saison erneut ein großes Ziel. Nachdem vergangene Saison erst im Halbfinalschuss war, hat unsere Mannschaft erneut große Lust, weit zu kommen. Auf jeden Fall. Also das Ziel in der Mannschaft ist auch, so weit wie möglich natürlich wieder zu kommen. Wir wissen, was wir letztes Jahr geschafft haben und das wollen wir natürlich dieses Jahr wieder erreichen. Für Chantal Hagel ist es am Sonntag das erste DFB-Pokalspiel überhaupt. Gegen Köln hat sie ihr Debüt in der ersten Liga feiern dürfen und nun hofft sie auf weitere Einsatzzeiten, um sich an das höhere Spieltempo in der ersten Mannschaft zu gewöhnen. Es freut mich natürlich sehr, auch jetzt durch meine Einwechslung in der Bundesliga das erste Mal, jetzt natürlich mein erstes DFB-Pokalspiel. Und es freut mich natürlich, dass man so dann sich immer wieder an das Niveau gewöhnen kann. Und zum Schluss noch ein kleiner Vorausblick auf das nächste Spiel in der Flyer Alarm Bundesliga. Dann geht es zum VfL Wolfsburg. Das sollte dann ein ganz anderes Spiel werden. Auch wenn die Tabelle zum jetzigen Saisonzeitpunkt noch keine Aussagekraft besitzt, heißt es trotzdem Erster gegen Zweiter. Ja, wir spielen gegen Wolfsburg, das ist ein harter Brocken, also wir bereiten uns dann diese Woche und nächste Woche dann noch genau auf das Spiel vor und dann schauen wir mal, was wir da erreichen können.